Jaita hier und willkommen auf der Suche nach der verlorenen Roxy. Und ohne weiteres drumherum labern, legen wir doch direkt los. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ist sicherlich ein Collectible, oder? Oh mein Gott, ich wusste es. What? Ja, da bin ich. Das wird gerade immer seltsamer mit Gregory, ey, Alter. Das gefällt mir nicht. Wir sollten echt nicht nach ihm suchen, habe ich das Gefühl, oder? Ich glaube nicht, dass das Gregory ist, der da mit uns spricht. Vielleicht manchmal schon. Aber die meiste Zeit, wenn er uns so Anweisungen gibt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht er ist. Oh, das war aber richtig knapp, ey. Okay. Hi. Uhuhu. Na, Fräulein? Wie geht's? Ist auch mal besser ausgesehen. Ich meine, du siehst toll aus. Wahre Schönheit kommt ja von innen und so weiter, ne? There's nowhere to hide. Shoot. Ja, ja, geh da mal schön durch. Boom. Ich habe total Angst und bin allein. Wenn wir schleichen. Schleichen. Wir. Hallo. Gregory? You can't hide forever. She hasn't found him yet. I better find him first. Oh, sag das noch lauter, damit es Roxy erst recht hören kann. Kann. Ist das eine Abrissbirne? Die Decke ist einfach eingestürzt, Alter. Warum kriege ich gerade The Last of Us Vibes? Wegen Klicker und so weiter. Warum steht da Monty, hä? Ja. Extreme Vorsicht walten lassen und keinen einzigen Mucks machen. Oh Gott. Ey, dass man da die Voice Lines hört, ist krass. Das ist richtig gut gemacht. Das Hallen der Vergangenheit, so, ne? Das ist echt irgendwie voll creepy und mystisch. Gefällt mir. Warum dreht er sich hier mal um? Bin ich so hässlich oder was? Also komm. Sorry, dass der Saloon nicht offen hat. Ich würde mich ja wieder hübsch machen, aber das geht ja jetzt leider nicht, ne? Wer hat die Dinger denn missbraucht? Ich warte nur. Ich wollte gerade sagen, ich warte nur drauf, bis irgendein Jumpscare kommt. What? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Du gehst in ein Gebäude, welches mit Animatronics durchseucht ist, welche dich alle umbringen wollen. Und wodurch stirbst du? Nein, nicht durch irgendeine Animatronics. Nein, nicht durch herabfallende Trümmerteile. Nein, du stirbst durch ein Go-Kart, welches sich von selbst aktiviert und dich aber mal über den Haufen fährt. Ich kann nicht mehr. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? War das gerade Roxys Rache, weil sie überfahren wurde? Let's try that one again. Alter! Auch die Reaktion von Cassie dazu ist ja wirklich krass, ne? Auch immer sich so ein Stromsystem eigentlich ausdenkt. Aber es funktioniert jedes Mal. Ah! Ich hab keine. Oh, what? Oh mein Gott! Der Hack scheint nicht mehr so ganz zu funktionieren, hä? Da kam gerade die echte Roxy durch. Alter! Ich will zurück! Yo! Gregory! I'm in Roxy Racer! Alter! Say something! I can hear you! Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Yep. Something tunneled out. Broke everything. Now I'm stuck here. I really think I need to go get help or call the police. Wow, jetzt kommst du da drauf. Du bist da schon viel zu tief drin in der Sache. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there, single under the raceway. Under the raceway. Helpy. How do I get down there? Cyberpunk Helpy, bitte. Dieses Gebiet wurde von der Sicherheit gesperrt. Ja, you don't say. Ich glaube, das ganze Gebäude ist gesperrt, ne? Wenn du deinen Freund retten möchtest, musst du die übrigen Sicherheitsknoten bei Bonnie Bowl und dem Phaser Blast deaktivieren. Nein! Ich wusste es. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Es war ja auch zu leicht. Bonnie Bowl und Phaser Blast. Oh mein goodness. Let's do it. Bleibt da sonst nichts anderes übrig. Aber die Szene mit Roxy gerade war sehr interessant. Oha, das erste richtige Collectible. Ein Fast Token. Cool. Buh.
Slack, Major. Ja, diesmal nicht, hä? Ja? Arschloch. Boah, es laggt. Hör auf zu laggen. Arme Roxy, ey. Oh, das sieht doch nach Bowling aus, hä? Hier ist noch so ein Ding. Noch ein Fast-Token? Comic-Seite 1. Ist das aus einem Ending? Versuchen sie echt, die Comics jetzt irgendwie zu rechtfertigen, hä? Untersteht euch. Did they run out of budget for the last animation? Pony-Maske. Was? Warum lachst du? I'm sorry. What? Komm zurück! Nee, komm eigentlich nicht zurück. Muss ich Fragen stellen? Das wirkte gerade ein bisschen geisterhaft, aber ich glaube, das weiß man heutzutage eh nicht mehr. Was doch Geist ist, ne? Als der Geist dann auch da war, war das doch normal. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem Weg zum Bonnie Bowl. Ist nur so eine Theorie. Sieht so ein bisschen danach aus, wisst ihr? So ganz leicht. Shit! Jetzt erkenne ich, wo wir sind. Oh nein. Wehe, hier kriechen immer noch die scheiß Endoskelette rum. Ich breche ins Essen, ne? Nein, das ist ja noch schlimmer. Ich nehme eure Endoskelette, aber nicht eure blöden Toaster, bitte. Oh Gott. Oh no. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Warum sind das so viele? Ich dachte, es gibt nur einen. Sie liegen daneben. Eine Fiktion. Sag nicht hier. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Oh Gott, das ist. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Natürlich führt da ein Kabel hin. Wisst ihr was? Wir gucken erstmal. Die erste Runde werden wir eh wieder sterben. Jo, diese riesen Bowlingkugel da drüben. Oh, ich höre ganz viele komische Geräusche. Geräusche, die mir nicht gefallen. Ja, Geräusche, die mir nicht gefallen. Was zum Teufel? Da habe ich jetzt ja echt nicht Lust drauf. Warum sind die denn hier alle? Das sind Rudeltiere, Jaita. Oh Gott, sieht das gruselig aus. Darf ich das aktivieren? Ohne, dass ich gestört werde? Das DLC ist so viel gruseliger, als man denkt, ey. Oh Gott. Kann ich die Maske nicht benutzen? Also so viel zu den Aufräumarbeiten, ne? Oh. Noch mehr von denen. Ich glaube, ich sollte mich denen nicht nähern. Kann das sein? Ach was. Was für Freaks, Alter. Okay, das Hütchen. Das geht nicht auf. Das können wir aber aufmachen. Oh, es ist ja so ein Grundgang, hä? Hier führt ein Kabel rein. In die große Menge. Scheiße! Wie gehe ich mit denen um? Ich muss irgendwie mit den Kameras arbeiten. Und der Sprechanlage. Was passiert, wenn ich einfach... da läuft einer. Der hat's gecheckt. Der Rest ist zu dumm. Cool. Das gibt eine Anzeige. Der kommt da hin. Der eine Dödel da. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich lock den mal wieder zurück, wo der hergekommen ist. Ja, die machen nix. Ja, der eine da, ne? Der eine, der Brave Soldier da. What are those things? They look like the DJ. Oh, sie kennt den DJ. Oh, 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 ich schlachte euch alle systematisch ab. Ja, die sind aber nicht schnell, ne? Oh, die sind schnell! Ja, ich weiß. Zeitlimit und so weiter. Oh Gott, die verfolgen mich jetzt. Oh no. Sag nicht, das wird jetzt so eine Jagd werden. Oh nee, die ich glaube, die können mich nicht verlieren, oder? Die wissen jetzt, wo ich bin. Ah! Oh Gott, wie ekelhaft! Oh. What did I just see? Das war, glaube ich, der schlimmste Tod, den du haben kannst im Pizzaplex. Alter, Oh, wait, der hat gespeichert, dass ich das alles aufgemacht habe. Danke, Spiel. Danke, okay, dann haben wir jetzt hier freie Bahn zu experimentieren und zu gucken, wie diese Dinger überhaupt funktionieren. Ist jetzt die Frage, sehen die mich, wenn ich hier so in der Maske bin? Kollegen? Ah! No! Ich bin nicht da! Okay, die sehen mich auch, wenn ich die Maske aufhabe. Nein, nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich glaube, ich bin tot. Oh Gott!
Gott, sind die widerlich. Alter Schwede. Music Mans. Ich glaube, ich habe meine Hassstelle gefunden im Spiel. Aber das hier konnte ich deaktivieren hier, ne? Ist das denn ein Knotenpunkt? Das ist kein Knotenpunkt. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, wait. Hier sind noch mehr Kameras. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, ich muss die echt weglocken, ne? Gregory! Da passiert was! Oh, jetzt gehen die da alle hin. Passiert da endlich was? Da drüben. Ja. Zack. Achtung! Die folgen mir doch hier nicht hin, oder? Nee. Würden sie niemals tun, oder? Ich muss das jetzt viermal machen und dabei nicht sterben. Oh, nee. What more do you want from me? Da ist das nächste Kamerading. I see. Oh, das ist aber nah. Das sehen die doch. Das sehen die doch zu 100%. Wie habt ihr euch das bitte vorgestellt? Da habe ich nicht wirklich eine große Wahl, wo ich die hinschicke. Mach mal. Du kleiner blöder Nachzügler. Das ist eine Mistding. Alter, ist das dein Ernst? Fruststelle. Scheiße. Ah, ich hab so gehofft, dass sowas nicht kommen würde. Wurden die deaktiviert? Warte mal. Wurde das gesaved? Oh mein Gott, du Ehrenspiel! Alter, der saved die Knotenpunkte, die ich mache. Oh mein, ich dachte, ich muss immer wieder alles von vorne anfangen, sobald ich sterbe. Aber nee. Oh, ist das Spiel nett. Oh, danke. Oh, Alter, die lernen, die Entwickler. Die haben aus ihren damaligen Fehlern gelernt, dass die da mit diesem nach 6 Uhr nicht speichern können. Dass das halt die übelste frustrierende Kacke ist. Dankeschön. Kuss, Digga. Alright, wir versuchen es hier nochmal. Und diesmal warte ich. Ich stelle mich da hinten hin und warte einfach. Kein Nachzügler hier, ja? Besser so. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Oh, hier, der Safe da, ja. Richtig, oh, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Alright, zwei Dinger fehlen noch. Ich versuche jetzt mal, das hier vorne nochmal zu machen. Das hat ja irgendwie nicht so gut funktioniert. Die sind da irgendwie immer noch alle geblieben, aus irgendeinem Grund. Obwohl ich da die ja versucht habe zu locken. Ich lock die mal hierher. Jetzt gehen sie alle. Das war ein Bug. Warum ist der jetzt aktiv? Geh schön weiter. Oh, das ist mit den Nachzüglern. Manche aktivieren sich einfach dann und dann rennen die los. Wie asozial. So's. Oh, die kommt zurück. Ihr seid da schon richtig. Ihr sollt da warten. Schnell. Los. Jetzt wurden die auch deaktiviert hier. Dann habe ich ganz entspannt Zeit, hier wegzugehen. Oh mein Gott, wie gut. Alter Schwede. Nice. Nice, nice, nice. Wir machen Fortschritte. Und ich bin... Oh Gott, ich bin gerade so glücklich. Da einfach nur über den Fakt, dass das Spiel das speichert. Halleluja! Ja, ihr Mistviecher, Alter. Ganz ehrlich, ich würde jetzt kaputt kloppen, wenn ich du wäre. Nur um sicher zu gehen, ne? Die besprechen sich doch schon, was sie als nächstes machen sollen, ne? Die stehen da so und flüstern so. Was sollen wir jetzt tun, hä? Sie hat uns deaktiviert. Das ist ganz schön scheiße, ne? Also, ich bin der Meinung, dass wir jetzt alle wieder aktiviert werden sollten und uns ganz streng... Mann, halt die Fresse, Gustav, dich hat keiner gefragt. Na, sorry, ich wollte doch auch nur mal helfen. Nein, du wirst nicht gefragt, du gehörst nicht dazu, du gesichtsloses Schwein. Tut mir leid. Hier kann ich kein Ding aktivieren. Steht irgendwo so ein Hammer, ne? Oh, da drüben direkt. Moin. Okay, wir haben das. Die laufen alle los. Nicht gut, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Die haben mich direkt gesehen, die Pisser. Die sind nicht mehr hier. Nein, oh, so ein Mist! Bereich mich der Scheiß! Music Man Doster. Auf! Oh, wie die hier alle getroppt sind, Alter, was zur Hölle. Music Man! Music Man! Music Man! Music Man! Dann wollen wir doch mal, ne? Das Ding ist halt, die gehen halt direkt an mir vorbei, so, ne? Das heißt, ich gehe jetzt mal schnurstracks hier nach hinten, damit die mich nicht direkt sehen, ne? Ist vielleicht ganz schlau, das mal zu tun. Oh, warte mal, die kommen hier rum. Stimmt, so war das ja. Jetzt habe ich erst das Kameralayout gerade gecheckt. Wow, ich bin ja intelligent, ne? Ich lock die quasi hinter mich. Mach. Hinne. So schnell du kannst. Bulls, Junge. Ihr könnt mir nichts, ihr Mistviecher. Wer hat euch massenproduziert, Alter? House of the Bear. Ist das eine Joy of Creation-Anspielung? Jetzt habe ich komplett vergessen, wo dieser eigentliche Knotenpunkt ist.
Ich glaube, der ist irgendwo hier hinten, ne? Music Man! Oh no, es wird ja immer schlimmer. Naja, trotzdem easy. Der Vorhang hat sich gerade geöffnet, einfach. Okay. Oh, das ist Bonnies Raum. Das ist auch seine Brille gewesen, ja. You and me forever and ever, love Freddy. Och, wie cute, Alter. Was? Oh Gott, das ist der Stoff, aus dem einige Fanarts und Fanfictions entstehen werden. Ja, die waren wirklich sehr gute Freunde. No more vents. Every single time I get in one, it breaks or something jumps out at me. Ja. Leute, wenn euch Videos in diesem Stil gefallen, dann teilt es doch gerne mit anderen, denen es auch gefallen könnte. Und lasst doch gerne ein Like da, das hilft ungemein. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.